Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu unserem ersten deutschsprachigen Webinar. Heute zum Thema digital Comics erstellen, präsentiert von Melanie Schober. Kurz als Einleitung über das Webinar an sich. Das Webinar ist ungefähr eine Stunde lang. Alle Teilnehmer sind auf Stumm gestellt. Am Ende des Webinars, ungefähr die letzten 10 bis 15 Minuten, gibt es eine Fragen- und Antwortenrunde. Die Fragen dazu können im Fragenpanel im GoToWebinar, Menü gestellt werden. Diese Fragen werden gesammelt und am Ende von mir gestellt. Aufgrund der begrenzten Zeit können wir leider nicht alle Fragen beantworten. Ja, das Webinar wird aufgenommen und anschließend, per Social Media und per E-Mail an alle Teilnehmer, mit allen Teilnehmern geteilt. Die Teilnehmer heute sind ich, Joanna Brauer, Fahim, der das Webinar organisiert hat von Graphixly, und Melanie Schober als Präsentator des Inhalts. Für alle, die nicht genau wissen, was Clip Studio Paint ist eine Mal- und Zeichensoftware, die so ziemlich alle Funktionen, die man für das Erstellen und Veröffentlichen von Comics und Manga, Illustrationen und Animationen nutzen kann. Weitere Informationen gibt es auf clipstudio.net slash de oder unter graphixly.com. Und damit geb ich die Präsentation jetzt an Melanie weiter und ich wünsche allen viel Spaß. So, hallo zusammen. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm jetzt sehen. Und ich beginne jetzt mal damit, dass ich mich vorstelle, weil man kann ja nicht erwarten, dass alle mich jetzt hier kennen. Jedenfalls bin ich nicht so größenwahnsinnig, dass ich das denke. Also, mein Name ist Melanie Schober. Ich bin derzeit noch uralte 34 Jahre alt. Ich komme aus Österreich, was total viele Menschen auch nicht wissen. Also viele denken, ich komme aus Deutschland, aber nein, ich komme aus Österreich. Und ich bin seit, boah, wie lange jetzt schon? Fast 15 Jahren, boah, das ist echt schon lange. Seit fast 15 Jahren Comiczeichnerin oder Manga-Zeichnerin, wie es euch lieber ist. Ich lege da keinen großen Wert auf diese Unterscheidung. Und ich habe ungefähr 10 Jahre für den Carlsen Verlag Mangas gezeichnet und versuche mich jetzt so ein bisschen im Self-Publishing, weil man da ein paar Freiheiten mehr hat und ja, im Moment genieße ich das sehr. Ich zeig euch jetzt nebenher noch ein paar Bilder von mir, damit ihr euch so vorstellen könnt, wie das aussieht, was ich so mache. Das sind hauptsächlich farbige Bilder, was jetzt nicht so das Thema des Webinars ist, aber ich dachte mir, ich zeige sie euch trotzdem mal. Damit ihr euch, also das hier zum Beispiel kommt schon so ein bisschen an meinen Manga-Stil ran, an das Schwarz-Weiße und ja, Fanarts für Kollegen. ja, noch kurz zu Clip und was euch jetzt so erwartet. Also ich bin ein riesiger Fan von Clip, nicht weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich schon ewig Fan von Clip bin. Ich glaube schon, ich hatte Clip, glaube ich, als allererste Person in Europa auf dem Computer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorher schon jemand auf dem Computer hatte, weil meine Kollegin Martina Peters, die hatte das Vorgängerprogramm. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich das Vorgängerprogramm war. Es hieß Illust Studio. Ich wollte das immer haben, das gab es aber nicht für Mac. Dann habe ich auf der japanischen Seite gelauert, bis die Illust Studio endlich für den Mac hatten. Und das kam aber nie. Stattdessen kam dann Clip Studio. Dann habe ich mir das auf Japanisch runtergeladen und ich war damals schon begeistert. Habe dann ein Patch mir gesucht, um das auf Englisch zu übersetzen. Und ja, das war sehr lustig damals. Und ich war einfach begeistert von dem Programm, weil das einfach total auf die Bedürfnisse eines Zeichners ausgerichtet sind. Ich habe vorher immer mit Photoshop gearbeitet und bin damit nie so richtig zurechtgekommen, weil mir einfach so ein paar Funktionen fehlten. Und über diese Funktionen werden wir heute sprechen. Und ich werde das so machen, als würdet ihr Clip noch nicht kennen. Also für alle, die noch nie mit Clip gearbeitet haben, ich versuche es so aufzubauen, dass ihr das auch versteht, dass das jetzt nicht so ein
Pro-Talk wird, wo man einfach überhaupt nichts mehr versteht, sondern dass man schon auch mitkommt, wenn man jetzt noch nicht so Erfahrung hat mit Clip. Ja. Und ich denke, weil wir nicht so viel Zeit haben, fange ich jetzt mal an. So. Also ich habe mein Webinar gegliedert. Wir machen zuerst so ein bisschen Thema Paneling. Also Panels sind die einzelnen Kästchen im Manga und wie man die am besten aufteilt und wie man eine schöne Seite gestalten kann, die dann auch professionell aussieht und nicht total chaotisch. Und dann werde ich euch, also innerhalb von Clip, ein bisschen was erklären, was so diese Spezialitäten von Clip sind, die ich so sehr liebe und was man alles machen kann, um seinen Arbeitsprozess so ein bisschen zu beschleunigen, damit man nicht ewig für einen Manga braucht. Weil das ist so das Hauptproblem bei Comics und Manga, sie dauern einfach wahnsinnig lang und es gibt so ein paar kleine Tricks, wie man das beschleunigen kann. Es ist ein bisschen skurril, dass ich dieses Webinar halte, weil ich bin eigentlich ziemlich langsam, aber ich glaube, ohne Clip wäre ich noch langsamer. So. Mein Clip ist leider auf Englisch. Ich hoffe, das macht euch nichts aus, weil ich habe das damals vor Äonen auf Englisch gekauft und man kann leider immer nur auf Englisch upgraden, soviel ich weiß. Und wir fangen jetzt so ganz klassisch damit an, indem wir eine Comic-Seite machen. Und zwar gibt es hier oben, ich hoffe, ihr seht meinen Cursor, gibt es hier so Symbole. Das erste ist so ein Illustrationssymbol für Illustration und das zweite ist für Comic und das dritte ist für Printing of Fansign. Also da kannst du noch einen Haufen andere Einstellungen machen. Und Show All Comic Settings, ja, da gibt es dann noch so Detaileinstellungen und dann gibt es noch Animation. Also man kann den Clip auch animieren. Das ist das Geniale an Clip. Man kann Illustrationen machen, Comics, aber auch animieren. Was ich ziemlich brillant finde. Hier kann man dann einstellen, also ich erkläre euch jetzt mal kurz, was das hier alles bedeutet, weil als Anfänger denkt man sich so, oh mein Gott, was bedeutet das hier alles? Also man kann hier zum Beispiel die Größe aussuchen, also die Endgröße von dem Buch, das ihr machen wollt, also wenn ihr das wirklich drucken wollt. Hier zum Beispiel B4, das ist soviel ich weiß, ist ein japanisches Format, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber B4 ist ja, so ein bisschen kleiner als A4, also sehr viel kleiner, soviel ich weiß. Und wir nehmen einfach mal A4, weil DIN A kennen wir gut und wissen, wie groß das ist. Machen wir mal A4. Dann steht hier Bleed With, das heißt, glaube ich, auf Deutsch würde da jetzt stehen Beschnitt. Also nicht Bleed, sondern Beschnitt. Und das braucht ihr, wenn ihr das wirklich drucken wollt, damit, wenn das Buch in die Druckerei kommt und die schneiden dann den Bogen zu, wo eure Zeichnungen drauf gedruckt sind. Dann kann die Schneidmaschine das nicht perfekt abtrennen. Also die wird mal ein bisschen mehr wegschneiden, mal ein bisschen weniger. Und das ist sozusagen so ein bisschen Schutz. Also normalerweise reichen 3 mm, 5 mm sind meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben, aber schaut mal, was eure Druckerei verlangt. Dann ganz wichtig, Resolution, also Auflösung. Sehe ich sehr oft, dass die zu wenig hoch ist. Wenn ihr rein in Schwarz-Weiß zeichnet, also hier ist Basic Expression Color, Monochrome. Gibt es noch Gray und Color. Wenn ihr jetzt Monochrome wählt, also rein schwarz-weiß, das heißt, ihr habt nur schwarz und weiß. Das ist super, wenn ihr mit Rasterfolie arbeitet, weil dann gibt es keine grauen Schlieren oder so. Es ist alles schön schwarz und weiß. Das wollt ihr. Dann würde ich empfehlen, dass ihr eine sehr hohe Auflösung von 1200 dpi wählt, weil sonst wird das alles ein bisschen kriselig und ungenau. Und das unten steht Default Frequency. Das ist die Dichte der Rasterpunkte. Darüber werde ich später nochmal sprechen, was da der Unterschied ist. Wir lassen das jetzt mal bei 60, weil ist eigentlich eine gute Rasterweite, würde ich sagen. Dann kann man hier noch anklicken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, das Problem ist, dass es jetzt auf Englisch ist und ich nicht weiß, was genau Template heißt. Ich glaube, das bedeutet, dass dann so ein Rahmen schon drin ist, so ein Panelrahmen. Und dann unten kann man auch Multiple Pages anklicken, wenn das Ding mal. Okay, hier steht irgendwie. Also normalerweise kann man da noch mehr Seiten machen, also Multiple Pages. Reagiert bei mir gerade nicht, vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt. Aber hier könnt ihr mehrere Seiten machen, dann habt ihr ein Comic-Dokument, wo ihr schon seht, rechte Seite, linke Seite und so. Und ihr habt eine gute Übersicht über eure Seiten. Aber da gehen wir jetzt mal nicht tiefer rein, weil das geht zu weit. Dann klicken wir auf OK.
Hat sich jetzt hier irgendwas aufgehangen? Oder warum reagiert das jetzt nicht? Aber ich mache das mal. Hat sich tatsächlich irgendwas aufgehangen? Deswegen reagiert das nicht. Ja, dann muss ich mal Clipstudio kurz abwürgen. Das ist ja wieder super. Okay, dann seht ihr meinen wunderschönen Hintergrund. Normalerweise funktioniert das. Also es geht jetzt weiter beim Thema Paneling, wenn sich mein Clipstudio dann wieder beruhigt hat. Oh, ich glaube, es hat jetzt eine Comic-Seite gemacht. Wir arbeiten jetzt einfach mal mit dieser weiter, weil wir haben schon genug Zeit verloren. So. Also bei Edit, also bei Bearbeiten, kann man hier noch die Canvas bearbeiten. Also wir werden das jetzt ein bisschen rotieren, weil das ja jetzt hier so ein bisschen unpraktisch querformatig war. So, wir haben hier unsere leere Seite. Und ich habe hier zum Beispiel schon so meine Lieblingswerkzeuge vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel so einen leicht wobbly Panelrahmen und den werde ich jetzt hier mal ziehen, damit ich euch präsentieren kann, was man mit Panels machen kann und was man mit Panels nicht machen sollte. So, das ist jetzt mal, also das Blaue hier rundherum, das ist halt das, was außerhalb des Panelrahmens ist, der sogenannte Gatter. Also Gatter nennt man alles, was so zwischen den Panels ist und rund um die Panels herum. Und ein Panel ist, wie gesagt, schon ein Comicbild. Jetzt muss ich mal kurz was trinken, weil mir trocknet schon jetzt die Kehle aus. Das fängt ja super an. So. Und warum ich euch das jetzt so erkläre, ich hoffe, das wird nicht zu trocken, das Ganze. Ich werde mich bemühen, das spannend zu gestalten, weil ich sehe immer wieder, dass Leute nicht wissen, wie Paneling funktioniert. Dabei ist es gar nicht so schwierig. So, man kann jetzt den Clip, was mega cool ist, Cut Frame Border. Also es gibt hier da unten dieses Panel-Symbol. Seht ihr das? Und dann gibt es hier Cut Frame Border. Das heißt, man kann jetzt dieses Riesenpanel schneiden wie so ein Kuchen. Und dann sind es lauter einzelne Teile. Ich präsentiere euch das mal so. Zack. Zack. Super praktisch. Und man kann auch auswählen, wie das hier geschnitten werden soll. Es gibt da so viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Dividing Method, also dass man entweder nur den Umriss aufteilt oder das ist halt, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Da kann ich jetzt auch nicht so richtig tief reingehen, weil ja, wir haben nicht so viel Zeit. ich mache das jetzt nochmal rückgängig, weil ich habe hier so viele Ordner. So. Also man kann das hier so schneiden. Und hier kann man auch einstellen, wie groß die Abstände sein sollen zwischen den Panels. Und Regel Nummer 1 ist, der Abstand zwischen den horizontalen Panels ist größer als der zu den vertikalen. Das klingt jetzt mal kompliziert, aber ich stelle das jetzt mal ein. Wir machen jetzt, mal schauen, ob das gut aussieht. Das jetzt hier so aussieht wie bei mir am Computer. Ich habe mir das ja immer so schön eingestellt. so. Mal schauen, ob ich das jetzt richtig. Nee, jetzt habe ich es falsch gemacht. toller Vorführeffekt. Ich glaube, ich habe da irgendwie. Ich arbeite normalerweise am iPad und da habe ich das alles schon schön eingestellt. So, Vorführeffekt. Wenn ich jetzt hier versage, dann ist das meine Schuld. So. So sieht das besser aus. Ups. Manchmal ist das Tool ein bisschen sperrig. So. Also, was wir jetzt vor uns haben, sind sogenannte Zeilen. Also das hier sind die Zeilen. Und wenn ich jetzt hier in der Mitte teile, ah super, jetzt habe ich es wieder total falsch gemacht. Das muss umgekehrt sein. Ich habe keine Ahnung, warum ich da immer so einen Denkfehler drin habe. Der Vertikal, so, das muss klein sein. Also das muss, der muss bei 40 sein. So. Tut mir leid. Ihr werdet jetzt schon denken, was will uns die Frau beibringen? Die ist total konfus, aber ich vertraut mir, es wird noch. So. So, jetzt passt's. So, die Abstände der horizontalen Gutter müssen größer sein als die der vertikalen. Und ich erkläre euch gleich, warum. So, wenn ich das jetzt hier so aufteile, so, dann haben wir theoretisch eine ganz simple Panel-Aufteilung. Wichtig ist, jetzt mache ich das nochmal rückwärts, was ihr nicht machen solltet, ist Folgendes. Nämlich das so aufteilen. Weil so hat man nämlich keine Ahnung mehr, wie man das lesen soll. Ich nehme jetzt mal ein bisschen meinen Stift zur Hand, um da ein bisschen drin rumzuzeichnen, damit ihr euch vorstellen könnt. Also je nachdem, wir machen jetzt mal
westliche Leserichtung. Also wir einigen uns jetzt mal auf westliche Leserichtung, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Und du hast jetzt keine Ahnung, also du weißt natürlich wahrscheinlich, dass du mit dem Bild da anfangen musst. Aber wie liest du dann weiter? Du hast keine Ahnung. Soll ich da jetzt darunter lesen? So? Oder soll ich so lesen? Das weiß man eben nicht, weil der Gutter blöd gesetzt ist. So, das Wichtigste, das absolute Basic-Ding ist, macht sowas nicht, dass sich das so untereinander überschneidet. Macht das immer so, dass zum Beispiel hier ein schmales Panel ist und dass dann das da unten so versetzt ist. Weil so seht ihr nämlich, dass diese zwei Panel, ups, da muss ich das Werkzeug wieder wechseln, so, dass diese zwei Panels, so, die gehören zusammen. Und man weiß dann, dass man hier weiterlesen muss und so und dann natürlich so. Also wenn wir jetzt den in westlicher Leserichtung lesen, dann ist das so. Das ist aber jetzt noch relativ, ja, ziemlich basic. Die Frage ist jetzt, wie mache ich eine Seitenaufteilung, die nicht so langweilig aussieht? Bevor wir uns damit beschäftigen können, müssen wir ein bisschen was über die Beschaffenheit von Panels lernen. So, ich mache jetzt mal wieder die Seite zu einer Ein-Panel-Seite und mache jetzt mal eine neue Aufteilung. So, nehmen wir an, eine Geschichte beginnt. Die meisten Geschichten sollten damit beginnen, dass man zuerst zeigt, wo sich die Figuren befinden. Das heißt, logischerweise ist wahrscheinlich das erste Panel ein ziemlich großes Bild, wo man sieht, wo sich die Figuren befinden. Nehmen wir an, klassische Situation, zwei Figuren sitzen in einem Restaurant. Dann zeigen wir als erstes das Restaurant, weil sonst weiß der Leser ja nicht, wo zur Hölle sitzen die. So, und dann können wir eine fiktive Aufteilung hier unten machen und ich werde euch dann so ein paar Strichmännchen reinzeichnen als Beispiel, wie man Panels benutzt. So, also wir haben oben das große Panel. Moment, ich muss jetzt mal das große Panel auswählen. Man kann hier oben, da ist so ein kleiner Würfel mit einem Pfeil dran, das ist das Objektsymbol. Und da kann man jetzt dieses Panel, das ja im Grunde ein Objekt ist, ein Vektorobjekt, darüber werde ich euch später auch noch erzählen, das kann man jetzt noch modifizieren. Und ich möchte, dass dieses Panel jetzt bis zum Rand geht. So, also nicht in diesem Seitenlayout drin ist, sondern bis zum Rand geht. Und es ist auch ganz wichtig, dass ihr hier, da wo die 3 mm Rand sind, die ich vorhin eigentlich eingestellt habe, die jetzt aber leider nicht sichtbar sind, weil Clip irgendwas gemacht hat. Aber stellt euch vor, da wäre jetzt dieser 3 mm Rand. Ihr müsst immer über diesen 3 mm Rand bis zum Rand hinzeichnen, damit eben kein Schnitt zu sehen ist, wenn das dann beschnitten wird in der Druckerei. Und ihr dürft keine wichtigen Elemente zu sehr an den Rand zeichnen, weil sonst wird das weggeschnitten. Eh klar. So, das heißt, wir machen jetzt hier das. Erwartet jetzt keine tolle Zeichnung. Das werden jetzt alle Strichmännchen. Also auf Panel Nummer 1 haben wir das Restaurant. So. Das ist voll das coole Restaurant. Das sieht aus wie das Haus von Nikolaus in 3D. So, Restaurant. Damit jeder weiß, so, wir befinden uns im Restaurant. Es ist ein schönes, großes Bild und wir alle wissen, wo sich die Figuren befinden. Gut, dann wollen wir natürlich wissen, wo im Restaurant sitzen die Figuren. So, und dafür würde ich jetzt bei Panel 2, das ist schön lang, und lang bedeutet im Manga immer, man hat das Gefühl, es ist ein langer Zeitraum. Ein langes Panel ist das Äquivalent zum Film, wenn du einen langen Schwenk wenn man einen langen Schwenk macht. Kennt ihr das, wenn ihr einen Film schaut und da ist eine Szene und die Kamera fährt langsam, stellt euch vor, wieder die Restaurantszene, die Kamera fährt langsam durch das Restaurant und zeigt das ganze Ambiente. So, und jetzt müssen wir natürlich ihr müsst euch vorstellen, diese Kamerafahrt, die macht das Auge, weil das fährt da ja lang. Das heißt, hier sitzen unsere beiden Figuren, so, bei Tisch. Die müssen nicht in der Mitte sitzen, also nicht immer alles in der Mitte positionieren, den Fehler macht man auch schnell. Das sieht dann schnell langweilig aus. So, unsere Figuren sitzen hier, A und B. Und hier sind, keine Ahnung, noch andere Figuren, die dinieren da so vor sich hin. Bla bla und ein paar Soundwords. Also das sind die, so, wenn da tatsächlich bla bla steht, das sind Soundwords. So, dann haben wir schon zwei Dinge gelernt. Man beginnt eine Szene immer mit dem Ambiente und ein langes Panel bedeutet einen langen Zeitraum. So.
Das bedeutet dann wiederum, dass ein sehr kleines, schmales Panel einen kurzen Zeitraum symbolisiert. So, ich werde jetzt einfach mal, nehmen wir mal an, A ist gerade ziemlich sauer auf B und knallt zu seinem Weinglas auf den Tisch. So, also es wird jetzt ein, es wird eine herrliche Zeichnung, so, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich kann euch, das wird jetzt mehr so eine Layout-Zeichnung. Man zeichnet ja alle Comics vorher grob. Also A ist sauer und knallt das so auf den Tisch. Bam. So, und dann habt ihr das Gefühl, erkennt man das überhaupt, dass das ein Weinglas ist? Also ihr müsst echt hier viel Fantasie haben. Also so bam, er knallt das Weinglas auf den Tisch, ist ein kurzer Zeitraum. Und dadurch, dass das Panel schmal und kurz ist, haben wir das verdeutlicht. Und dann, keine Ahnung, könnt ihr, was wichtig auch ist, vielleicht auf der ersten Seite, das Gesicht der Charaktere im Detail zeigen, wie die aussehen. Und da würde ich halt dann zum Beispiel jetzt hier im letzten Panel nochmal das Gesicht zeichnen. Und vielleicht, weil das Gesicht ja so wichtig ist, kann das Bild ruhig noch größer sein. Also überlegt euch immer, wie groß ein Bild sein soll. Also je nachdem, wie wichtig etwas ist, desto größer ist ein Bild und je unwichtiger und kürzer ein Zeitraum ist, desto kleiner ist ein Bild. Es ist eigentlich ganz simpel und so müsst ihr euch das dann bei jeder Seite überlegen, die ihr plant. Was ist am wichtigsten? Was ist eine lange Handlung? Was ist eine kurze Handlung? Und daraus ergibt sich dann ein dynamisches Bild. So, ich zeichne jetzt dann mal das Gesicht von dem wütenden A-Charakter rein. So, A ist stinksauer auf B, weil B hat A betrogen. Das ist total dramatisch. So. Grrr. Ah, es macht sogar Spaß, so Scherzcomics zu zeichnen. Was fällt uns jetzt an dieser Seite auf? Wir können anhand dieser Seite schon mal total viel lernen. Es ist wichtig, die Szenerie zu zeigen, wo sich etwas befindet. Es ist wichtig, zu zeigen, in welchem Verhältnis die Figuren zueinander stehen auf der ersten Seite, weil sobald der Leser das einmal gesehen hat, ist alles gut. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht immer nur Gesichter zeigen. Also ich zeige euch jetzt mal, ich mache jetzt mal ein neues File. So. Mache das jetzt mal hier richtig. Und zeige euch, wie das jetzt aussehen würde. Ich liebe es immer, Negativbeispiele zu machen. Wie das in falsch wäre. So, ich mache jetzt mal ein Horrorbeispiel, damit ihr euch das gut vorstellen könnt. So. Moment. Ich muss erst das richtige Werkzeug wählen. So, manchmal bin ich etwas konfus. Deal with me. So, jetzt machen wir mal so ein absolutes, absolute Horrorseite. Macht das nicht so. Also wir machen alle Bilder ungefähr gleich groß. So, alle, ja okay, warte mal, das ist schon wieder zu wenig gleich groß. So, alle Bilder sind ungefähr gleich groß. Und in jedem Bild siehst du, okay, sagt A was, so. Und dann sagt B was. Und dann sagt A wieder was. Und dann sagt B wieder was. Und es gibt leider sehr viele Comics, die so aussehen. Man nennt das das Talking Head-Syndrom. So. Und ihr seht hier zum Beispiel bei dem Beispiel, wie ihr das ganz schnell aufbrechen könnt. Ihr könnt, Möglichkeiten sind, Panelgrößen ändern, die Größe der Figuren in den Panels ändern. Also, dass ihr zum Beispiel mal, wir können das jetzt hier mal so ein bisschen, aufräumen. Keine Ahnung, dass ihr mittendrin mal ein Bild rauslöscht. Das könnt ihr auch machen. Hier oben einfach löschen, dann ist es weg. So. Und dann könnt ihr, dann habt ihr einen freistehenden Charakter. Dann macht ihr, keine Ahnung, ihr zeichnet die Figur mal von hinten oder so. Seid da kreativ. Ihr könnt auch die Ansicht drehen, sodass das, was schräg in dem Bild drin ist. Aber macht nicht dauernd Talking Heads. Also überlegt euch da was. Besonders wenn Figuren miteinander reden und wenn sie in einem Restaurant sitzen, dann könnt ihr zwischendrin mal zeigen, wie sie zum Beispiel das Besteck zur Hand nehmen und essen. Oder keine Ahnung, ihr könnt auch mal einfach eine Uhr an der Wand zeigen zwischendrin. Oder ihr zeigt zwischendrin mal die Außenseite vom Restaurant. Also seid da, das macht die Seiten einfach so viel schöner und lockerer und angenehmer zu lesen auch. Und was auch wichtig ist, wechselt nicht die Position von A und B. Das ist die sogenannte 90-Grad-Regel. 90-Grad-Regel. Weil ich habe ja schon erwähnt, der Leser merkt sich das, wo A und B sitzt. Und das ist wie eine Kamera, die hier steht vor den beiden.
Das heißt, das A, also das wäre jetzt hier an dieser Horrorseite richtig. A muss immer in diese Richtung schauen und B immer in diese Richtung. Wenn ihr nicht zwischendrin klar macht, dass sich irgendwie der Kamerawinkel gedreht hat, dann sind die Figuren, die Figuren sage ich schon. Ja, ihr seid auch so Figuren. Dann sind die Leser total verwirrt. Nehmen wir mal an, plötzlich würde B in die Richtung schauen und A dorthin, dann würde sich der Leser denken, so, hä? Ist jetzt einer irgendwie aufgestanden und hat den Platz gewechselt oder was ist hier los? Das ist so eine ganz typische falsche Sache, die die Zeichner am Anfang oft machen, dass sie eben die Positionen der Figuren vertauschen, ohne vorher klar zu machen, ja, die haben jetzt den Platz gewechselt oder keine Ahnung, wir haben einfach nur die Kamera gedreht. Und ist alles nicht selbstverständlich. Also achtet immer darauf, dass eure Figuren hier nicht wild in der Gegend rumtauschen, weil das ist total anstrengend zu lesen. Gibt es zum Paneling noch was zu erklären? Ja, zum Beispiel gibt es ja auch noch, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Moment, am einfachsten ist wohl, wenn ich wieder einfach ein neues Dokument mache, bevor ich das nochmal mache. So. Ich habe jetzt das Negativbeispiel gelöscht. Nehmt euch daran kein Beispiel. So. Wir haben jetzt, immer nehme ich das falsche Werkzeug. So, wir haben ja jetzt gelernt, dass man Dynamik mit verschiedenen Panelgrößen erzeugen kann. Man kann aber auch schräge Panels machen. Also man kann zum Beispiel, und das geht halt auch in Clip, man kann das auch so schräg schneiden. So. Das ist ganz besonders beliebt in Action-Szenen oder auch in emotional aufgewühlten Szenen. Ich würde das jetzt nicht machen, wenn es zum Beispiel wieder so ein ganz ruhiges Gespräch ist. Also wenn das jetzt noch relativ ruhig ist mit einem kleinen Gefühlsausbruch. Man könnte ja zum Beispiel hier unten, das wäre vielleicht eine Idee, man könnte das ausprobieren, dass man das Panel irgendwie schräg macht oder so. Aber das kann man dann sich überlegen, wenn man das ausarbeitet und sagen, hier, ich will das Bild mit dem Weinglas schräg machen, damit das dramatischer aussieht. Aber sonst benutzt diese schrägen Bilder mit Bedacht, also nicht dauernd und ständig. Und überlegt euch, wofür ihr die einsetzt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt hier einer springt oder so, dann könnte man so ein schräges Bild, dass er, keine Ahnung, er springt einem entgegen, so Wusa, so richtig extrem, so mit den Händen vorne. Oh, er hat nur vier Finger, er ist ein Thun. So, also der Mann, der springt da so. Ich sage, ihr kriegt heute nur Strichmännchen, das ist echt schrecklich, tut mir leid. So, er springt einem entgegen, hurra! Und dann kann man so damit sozusagen die Dynamik betonen von einer Action-Szene, weil das dann doch ziemlich langweilig wirkt, wenn das so gerade ist alles. So, und dann das Letzte, was ich noch sagen muss zu Paneling, bevor wir zu interessanten Tipps und Tricks in Clip übergehen. Es gibt eine Maximalanzahl von Panels, die man ungefähr auf eine Seite setzen sollte. Das habe ich von Akira Toriyama gelernt. Irgendwie hat sich das schon wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber manchmal reagiert das Programm. Ich glaube, das liegt an meinem. Ich zeichne am iPad und übertrage das Bild hier auf den Mac. Und ich glaube, manchmal laggt das so ein bisschen. So. Also was ihr auch nicht machen solltet, Akira Toriyama meinte, mehr als 7 Panels würde er auf eine Seite nicht packen. Ich zeige euch jetzt mal, warum. Ihr könnt natürlich auch nicht nur 3 Zeilen machen, sondern auch 4. Es gibt da keine Regeln. Also wenn ihr sagt, so, wow, ich mache voll den experimentellen Comic und ihr macht halt 4 Zeilen, geht auch. Aber ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr zu viele Panels macht. Machen wir mal so. So und dann vielleicht nochmal so. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also, ich finde, das wird auch zu klein, das wird zu fusselig. Also, überlegt euch, wo könnt ihr zum Beispiel was zusammenfassen oder was wegkürzen, aber versucht so Briefmarkenpanels, wie ich sie immer nenne, zu vermeiden, weil das zerstört den Charme von Manga. Manga ist immer schöne große Bilder, emotionale Momente und naja, es ist halt sehr schwer, hier so einen emotionalen Moment zu erzählen. Do not save. Nein, das wollen wir nicht speichern. So. Und jetzt gehen wir über zu den programmspezifischen Dingen. Ihr seht, mein Arbeitsbereich, der sieht jetzt vielleicht für manche etwas verwirrend aus. Das mag sein.
Aber ich habe ihn mir so eingerichtet, wie er mir gefällt. Und man kann tatsächlich bei Clip das alles verschieben hier. Also ich kann das woanders hinschieben, zum Beispiel hier hin, was ich jetzt nicht mache, weil es gefällt mir hier. So. Also ihr könnt euch euren Workspace so einrichten, wie er euch gefällt. Ich habe hier zum Beispiel die ganzen Materialien. Materialien sind so zusätzliche Dinge, die man auch selbst basteln kann. Hier zum Beispiel das Tattoo von meinem Hauptcharakter habe ich mir als Material abgespeichert. Es gibt hier aber auch so Muster, Effekt und so weiter, Texturen. Und das ganz besonders Tolle ist, es gibt den, das zeige ich euch jetzt noch kurz, es gibt den Clip Studio Asset Store. Clip. Genau. Da wollten wir hin. Und im Asset Store könnt ihr euch noch jede Menge anderes Zeug runterladen. Das sind alles, oder na, das heißt hier alles, teilweise Materialien, die Nutzer selbst gemacht haben. Und dann gibt es auch offizielle Materialien, aber das spielt jetzt keine so große Rolle. Die meisten sind auch gratis, manche kosten was. Und man kann sich hier sozusagen sein Clipstudio ganz nach persönlichen Vorlieben zusammenbauen. Ich habe mir zum Beispiel, also hier die Pen Section, also das sind alle Federn drin, also Clip hat eine ganz tolle Simulation von Brushes. Also, ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ich hier zum Beispiel diesen Mainline Pen, also mein Lieblingspinsel, wenn ich damit jetzt zu Linien mache, seht ihr, sieht das total natürlich aus, wie ein echter Pinselstrich. Und ich habe total lange im Asset Store gesucht, bis ich einen Pinsel gefunden habe, der genau die richtige Körnung hatte und so. Da könnt ihr suchen. Und hier zum Beispiel schon alles vorbereitet. Detail Pen für die feineren Linien. Ihr seht, das ist wie so ein Maru Pen, wie so eine ganz feine Feder. Und ja, der Marker, da kann man Sachen, also ich habe mir das ganz reduziert vorbereitet, damit ich nicht lange suchen muss. Das ist total wichtig, weil sonst kommt man dauernd aus dem Workflow und das ist ätzend. Oder zum Beispiel meine Lieblingsschraffuren habe ich mir alle schon vorbereitet hier. Zum Beispiel das da. Ich schraffiere gar nicht mehr so viel per Hand. Weil das anstrengend ist und Clip nimmt einem das ab. Man kann hier einfach einen Schraffurbrush nehmen und damit sehr realistische Schraffuren simulieren. Also das ist jetzt zum Beispiel, das hier ist einer meiner absoluten, Moment, der ist zu klein eingestellt. Moment, damit ich euch das demonstrieren kann. Das ist auch ein cooler. Also es gibt viele verschiedene Hatching-Brushes und die können euch das Leben sehr erleichtern. So. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Funktion von Clip. Moment, ich lösche das mal, sonst muss ich mal einen neuen Dings machen. Und zwar habe ich was für euch vorbereitet. So wie der Chefkoch bei einer Kochsendung habe ich schon mal was vorbereitet, damit es schneller geht. und zwar habe ich denn das jetzt? Ah, super. Jetzt muss ich euch das neu rausspeichern, weil ich Idiot das gelöscht habe. Also das gibt mir wieder die Gelegenheit, euch zu erklären, wie man ganz coole Hintergründe machen kann. Und zwar gibt es da ein Programm, das heißt SketchUp. Da kann man 3D-Hintergründe rausspeichern. Ihr seht hier zum Beispiel Gogos Zimmer von meinem Webmanga Black in Blue. Und ich sage dann Datei exportieren, 2D-Grafik. Also ich mache das jetzt mal ganz schnell, damit ihr das Ich mache jetzt keine EPS, so, sondern ein JPEG. Das ist zwar jetzt ein No-Go, aber ich will ja auch hier nur schnell was zeigen. So. Also da kann man die Hintergründe auch selbst gestalten. Ich habe zum Beispiel diesen ganzen Raum hier zugemüllt mit 3D-Objekten. Man darf diese Modelle benutzen, sind zur freien Verfügung gestellt von den Erstellern dieser 3D-Modelle. Und so, zeige euch jetzt mal, wie ihr diesen etwas klinisch aussehenden Hintergrund in Clip unglaublich schnell in etwas Organisches umwandeln könnt. Das ist natürlich eine Riesenhilfe, wenn ihr euch ein bisschen Zeit sparen wollt. Viele würden sagen so, oh Gott, du zeichnest das gar nicht selbst, aber man muss trotzdem Hintergründe zeichnen können, auch wenn man diese Hilfen sich hier sucht, weil man muss ja oft noch Elemente ergänzen und man muss ja auch die Figuren hier in dieses Ambiente in 3D reinzeichnen können. Aber es ist eine riesen Zeitersparnis, wenn man diese Technik beherrscht. So. Und zwar gibt es dafür eine von Clip sehr coole Funktion, und zwar sind das Vektorebenen. Was sind Vektorebenen? Vektoren sind im Vergleich zu Pixel keine einzelnen Punkte, die auf einer Fläche sind, sondern das sind
rechnerische Modelle von etwas. Und wir werden jetzt dieses Zimmer in einen Vektor umwandeln. Und zwar gehen wir hier oben, also da ist da oben links so ein kleines Listensymbol. Wir gehen da drauf und dann sagen wir Convert Layer. Und jetzt hier steht Type Raster Layer. Wollen wir aber nicht. Wir wollen einen Vektor Layer draus machen. So, Expression Color, das ist halt, was für eine Farbeinstellung hat die Ebene. Ist sie farbig, ist sie grau oder monochrom? Ich würde sagen, monochrom ist die beste Entscheidung, weil wir wollen ja einen Manga machen und schwarz-weiß ist immer schön scharf. So, sagen wir okay. Und wenn mein Computer jetzt nicht total versagt, dann konvertiert der jetzt dieses Pixelbild, das aus einzelnen Punkten besteht, in eine rein rechnerische, ja, hat er gemacht. Ihr seht, das ist jetzt so kariert geworden. Das bedeutet, es ist jetzt der Hintergrund transparent und die Linien sind jetzt extra rausgerechnet. Seht ihr, das ist jetzt hier, das sieht immer noch sehr pixelig aus, aber es wird sich jetzt gleich ändern. So, ich werde jetzt da mal so einen weißen Layer drunter legen, damit ihr das besser sehen könnt, weil so sieht man nichts. So. Ich mache das immer alles mit Kurzbefehlen, deswegen bin ich gerade etwas. Genau, das ist übrigens auch ein toller Tipp. Lernt Kurzbefehle. Das ist also zum Beispiel Steuerung Z ist der berühmteste. Oder kauft euch so einen kleinen Controller, so ein 8-Bit-Do heißt das Ding. Da kann man auch Kurzbefehle einspeichern. Dann braucht ihr nur so ein bisschen klicken. So. Was machen wir jetzt mit diesem pixeligen Hintergrund, der noch etwas steril aussieht und jetzt umgewandelt ist? Jetzt können wir diesen Hintergrund können wir jetzt ziemlich schnell modifizieren. Und zwar gehen wir wieder auf dieses Symbol da oben. Das haben wir schon mal benutzt, um die Panel-Ordner zu verändern. Und wir werden jetzt hier bei den Properties was einstellen. Und zwar werden wir hier sind ja diese Linien, die gefallen mir nicht. Die sehen halt irgendwie noch so meh aus. Also machen wir jetzt hier Brush Shape. Da habe ich schon vorher was vorbereitet für euch natürlich. Werden wir eine andere Brush Shape auswählen und zwar hier meine Lieblings-Brush Shape. Und dann werdet ihr sehen, schwuppdiwupp, sieht das anders aus. Mein Brush Size ein bisschen dicker. So, noch ein bisschen dicker, so damit man das sieht. Seht ihr das hier? Hier, Moment, ich muss da mal ein bisschen reinzeichnen. Mit einer schönen grellen Farbe, damit ihr seht, worauf es ankommt. Hier zum Beispiel. Ups, falsches Werkzeug. So, hier. Seht ihr diese Unterschiede in der Dicke und so? Genau das wollen wir haben. Das wirkt jetzt ein bisschen crazy, dass man sagt, oh, Maus, warum? Oder Melanie, je nachdem, wie ihr mich nennen wollt. Was spielt das für eine Rolle, ob da so ein bisschen Unregelmäßigkeiten drin sind oder nicht? Das spielt eine große Rolle. Seht ihr den Unterschied? Es sieht jetzt viel natürlicher aus als vorher. Also es sieht nicht mehr so, ja, so wie aus dem Computer aus. Und was dann natürlich noch wichtig ist, ist, dass ihr, Moment, wir sind ein bisschen gerade stellen wieder, dass ihr dann also dass ihr dann noch Schwarz reinbringt und Schraffuren und so weiter. Also ihr könnt das natürlich jetzt nicht so lassen, das wäre zu einfach, aber ihr habt schon mal einen riesigen Arbeitsschritt weg und könnt mit diesem Hintergrund in eurem Comic arbeiten. Hier zum Beispiel, was bei Clip auch mega cool ist, der Fülleimer. Also das ist, ihr werdet jetzt lachen, das war für mich sogar der Hauptgrund, warum ich überhaupt auf Clip gewechselt bin. Weil Photoshop, also wenn du jetzt hier zum Beispiel, ich zeichne euch jetzt mal ein Beispiel, ich hoffe jetzt, dass das jetzt nicht Vorführeffekt Deluxe wird. Ne? Mann, hier ist ein schwebendes Herz. So, ach Mann, ich muss mal dieses Werkzeug wechseln. So, nehmen wir an, hier ist ein Herz. Ich muss jetzt schauen. So, dieses Herz hat hier unten so eine ganz kleine Lücke. Und das kann sehr schnell passieren beim Zeichnen. Also wenn ihr ein Line Art habt, das nicht geschlossen ist, dann ist das meistens ein bisschen suboptimal, wenn ihr Photoshop habt, weil ihr klickt dann da drauf und dann flutsch ist die ganze Seite pink, wenn ihr jetzt das Herz pink machen wollt. So. Und bei Clip ist das so, der hat total coole Modi hier. Und da gibt es bei den Einstellungen gibt es die Close Gap-Funktion, also die Lücke schließen-Funktion. Und die kann man unterschiedlich stark einstellen. Also, dass sie total mega empfindlich ist. Also, wenn du jetzt so voll einstellst oder eben nur so ganz leicht, je nachdem, wie ihr das haben wollt,
Kann man auch einstellen, wie empfindlich das hier, kann man das einstellen, wie empfindlich das auch auf Farben reagiert. Und hier kann man einstellen, das ist auch wichtig, dieses Area Scaling da. Das stellt ein, dass zum Beispiel, wenn du was füllst, dass die Fläche zum Beispiel jetzt 2 Pixel größer oder 2 Pixel kleiner wird als das, was du eigentlich füllen willst. So, und jetzt probieren wir das mal aus. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Vorführeffekt, weil das, ja, seht ihr, also es schließt tatsächlich, es überbrückt diese Lücke und es ist nicht alles gefüllt. Und was noch praktisch ist, ihr könnt auch, nehmen wir mal an, also ihr habt hier eine Fläche, die ist schraffiert. Jetzt brauche ich wieder meinen Schraffurbrush. So, nehmen wir an, das ist hier, ups, ich will schwarz haben. So, das ist jetzt hier so voll kompliziert schraffiert, aber ihr wollt das auch nochmal mit Grau versehen. Dann könnt ihr hier sagen, ich habe hier oben habe ich mir so Graustufen auch abgespeichert als Color Set. So, dann könnt ihr hier sagen, gibt es hier zum Beispiel Close and Fill. Und dann könnt ihr so rund um das Herz herumfahren. So, seht ihr das? Und dann wird alles gefüllt. Ja, gut, das ist jetzt falsch eingestellt. Vorführeffekt. Normalerweise. Oder wartet mal, es ist gar nicht falsch eingestellt. So. So ist es richtig. So, dann wird normalerweise alles gefüllt, was dein ist. Also manchmal funktioniert es nicht so ganz, aber seht ihr, wie das funktioniert? Also, das ist voll praktisch, wenn ihr jetzt zum Beispiel, besonders im Manga, wenn ihr irgendwas Schraffiertes habt und ihr wollt das schnell füllen, das spart einfach Tonnen an Zeit. Es gibt dann auch noch dieses lustige, um die Stellen, die da nicht funktioniert haben, auch noch zu füllen. Da gibt es so ein lustiges Tool. Wo ist denn das hier? Oh, ich bin noch immer etwas irritiert von dem. Da, das Lasso-Fill-Tool, das benutze ich auch sehr gerne. Da kann man freihand Sachen füllen. Also egal, was ich da jetzt für eine Form zeichne, das wird gefüllt. Und damit könnt ihr auch sehr viel Zeit sparen. So. Jetzt haben wir noch. Oh, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Das kann ich euch noch ganz schnell erklären. Also das mit den Vektoren habt ihr jetzt verstanden. Also ihr könnt Sachen in Vektoren umwandeln und dann könnt ihr, also. Um das nochmal zu demonstrieren, ihr könnt da auch komplett andere Linien einstellen. Und das funktioniert nicht nur für irgendwelche 3D-Pixel-Dinger, sondern das funktioniert auch für eure Zeichnungen. Also wenn ihr eine Zeichnung habt, ihr sagt, hier oben zur Erinnerung hier umwandeln in Vektor-Layer, Convert to Vektor-Layer, dann hier oben bei dem Viereck könnt ihr wirklich jede Linie einstellen. Also ihr könnt hier auch, mal schauen, suchen wir mal was total Abgefahrenes, damit wir den Unterschied wirklich sehen. Waveline. Das wird jetzt ziemlich schräg aussehen. Seht ihr, jetzt sieht man den Unterschied noch deutlicher. Also ihr könnt euch, selbst wenn ihr eine Zeichnung schon fertig habt, könnt ihr die im Nachhinein noch nachbearbeiten und die Linien austauschen oder auch die Dicke verändern. Und ja, zum Thema Dicke verändern, da gibt es auch ein Tool. Hier unten. Wo haben wir hier? Ich bin meinen PC-Clip nicht gewöhnt. Es tut mir sehr leid, dass ich da ständig suchen muss. Also, wenn ihr wirklich schnell sein wollt, dann richtet euch das so ein, wie ihr es gewohnt seid. Das ist jetzt so voll der Vorführeffekt. Ja, also es gibt ein Tool, mit dem kann man auch noch die Linien einzeln bearbeiten, wenn ich es nur finden würde. Jedenfalls kann man mit diesem Tool einzelne Linien auch dicker und dünner machen. Das ist auch ziemlich cool. Ja, dann wollte ich noch kurz erklären. Jetzt haben wir nur noch 1 Minute, aber ich darf ja 5 Minuten überziehen, habe ich gehört. Will ich euch noch ganz kurz erklären, wie man im Clip rastert. Da gibt es grob 2 Möglichkeiten. Also entweder, das ist die kompliziertere Methode, finde ich, entweder ihr geht da rein bei den Materialien. Und geht zu Monochrome Chromatic Patterns, dann gibt es da so einen Haufen Ordner. Ich habe hier so einen Favoritenordner gemacht, wo meine Lieblingsmaterialien drin sind. Das sind 100.000 Sprechblasen, aber eben auch Graustufen und Verläufe und so. Also ihr könnt entweder eins von dem da hier nehmen, also dass ihr das da reinzieht. Also hier zum Beispiel sind die Graustufen. Also macht man eine Auswahl mit einem Lasso. Und zieht hier zum Beispiel so das da rein und dann habt ihr das gerastert. Und dann entsteht hier auf der Seite bei den Ebenen entsteht eine Rasterebene. Und ihr könnt jetzt auf dieser Ebene theoretisch auch mit Rasterfolie zeichnen. Also ihr könnt hier immer wieder auch neue Flächen dazu machen und nochmal ein Herz, weil Herzen so schön sind.
So, das ist die komplizierte Methode, finde ich. Und was viel einfacher noch ist, ihr macht euch einfach eine neue Ebene oder einen Ordner, wie es euch gefällt. Stellt den auf Multiplizieren hier oben. Also das bedeutet, dass die obere Ebene und die untere Ebene multipliziert werden, also dass das sozusagen durchscheint. Und dann habe ich ja schon erwähnt, habe ich mir oben so ein Tone-Set gemacht. Also hier zum Beispiel 10%, 15%. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gern so einen riesigen Mauszeiger, wo ich euch das zeigen kann, weil die Pipette ist so klein. Aber ihr könnt jetzt theoretisch einfach ein Bild in Grau kolorieren. Also nehmen wir mal an, ihr wollt jetzt hier mit unserem coolen Umkreisungs Bucket, so, seht ihr, wie schnell das geht? Machen wir hier das hier grau und dann machen wir, keine Ahnung, diese Poster hier machen wir dunkelgrau mit diesem Umkreisungsding. Ach, ich liebe es. Dann machen wir hier, das machen wir hellgrau. So, nehmen wir an, ihr seid jetzt fertig und ihr wollt das aber nicht grau haben, alles, sondern gerastert. Dann gibt es hier oben einfach einen Button, wo ihr das einstellen könnt. Und zwar, Moment, irgendwie habe ich hier gerade. Genau. Das war hier oben bei Layer Properties, seht ihr das? Da steht Effekt. Und da gibt es so ein Quadrat mit so Punkten drin. Das klickt ihr an und dann ist das gerastert. Das sieht man jetzt nicht, aber ich werde jetzt mal ranzoomen, dann seht ihr das. Hui, jetzt sind es Rasterpunkte. Seht ihr das? So einfach geht's. Und ihr könnt das ein- und ausschalten, wie ihr wollt. Also wenn ihr das grau braucht, dann macht ihr es grau. Wenn ihr es gerastert braucht, dann lasst ihr es so. Und jetzt kommt noch ganz zum Schluss. Ich darf jetzt noch 4 Minuten überziehen. Das reicht genau, um euch zu erklären, worauf es ankommt, wenn ihr eine Seite abspeichert, weil das auch total wichtig ist. Ihr geht dann auf File, Export Single Layer. Und dann wählt ihr ein vernünftiges Dateiformat. Also nicht Bitmap oder JPEG oder PNG, weil das ist alles so ein bisschen für Web, also für Web ist das okay, aber wenn ihr es drucken wollt, nein. Dann benutzt ihr am besten TIFF. TIFF ist ein schönes Format, damit kann man was anfangen. So, dann gebt ihr eurer Datei einen Namen, so, das passt. Und dann bekommt ihr hier dieses Export-Settings. Und jetzt kommt es drauf an. Ich habe ja schon gesagt, Schwarz-Weiß ist super, weil das gibt total schöne Linien und schönen Kontrast. Also zeigt ihr hier Duotone Threshold, also das ist auf Deutsch Schwellenwert, so. Das heißt, dass hier schwarz, also alles ab 50% wird als schwarz gerechnet, da ihr aber sowieso schon alles in Schwarz-Weiß gezeichnet habt, passiert da nichts mit eurer Zeichnung. So, und dann Specify Resolution. Was hier steht, wäre total katastrophal. Da steht 72 dpi. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen 1200 mindestens. Wenn ihr runtergehen müsst, weil ihr einen schwachen Computer habt, dann würde ich sagen, das Minimalste, was bei Bitmap geht, sind 800 dpi. Wenn ihr das nicht leisten könnt, dann macht lieber Graustufen mit 600 dpi. So, merkt euch das. Das klingt jetzt sehr trocken, aber das ist das Allerwichtigste fast von diesem Webinar, dass ihr eure Seite richtig abspeichert, weil eure schöne Arbeit kann total zerstört werden durch falsche Einstellungen. Also merkt euch das. Schwarz-Weiß, super für Manga. Schwarz-Weiß braucht ganz viele DPI, 1200 am besten. Wenn das nicht geht, Graustufen bei 600 DPI. Aber geht da nicht runter, sonst habt ihr im Druck Schlammschlacht. Ja, und dann könnt ihr auf OK klicken und dann exportiert euch Clip eure fertige Seite raus. Und die ist dann hoffentlich wunderschön. Ja, ich würde sagen, damit habe ich diese 45 bis 50 Minuten so gut wie möglich ausgereizt. Es tut mir total leid, dass ich viele Sachen nicht ausführlicher erklären konnte. Also zum Beispiel zum Thema Paneling und so. Da gibt es noch eine Menge zu sagen. Ich habe versucht, die Basics abzudecken. Ich mache jetzt mal hier Cancel, weil sonst rechnet das ewig. Ich glaube, die Abmessungen von dem Bild sind re relativ groß. Ich danke euch fürs Zuhören und ich würde sagen, wir können jetzt die Q&A-Session starten. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Melanie, dass du uns alles ganz so ausführlich doch erklärt hast und die vielen Optionen vorgestellt hast. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen. Du hast ja heute hauptsächlich über Manga und für den Druck die Dateien erklärt. Du zeichnest ja aber auch Webcomics. Ja. Hast du Empfehlungen für die Auflösung für farbige Comics? Nur ganz Ja. kurz.
Kommt ganz drauf an, ob man die online veröffentlichen will oder drucken. Also wenn man sie online drucken will, dann reicht eigentlich bei Anzeigegröße, also bei den Abmessungen, wie man es anzeigen will, 72 dpi. Also das ist so ungefähr Bildschirmauflösung. Wenn man es aber drucken will, würde ich sagen 300 bis 350 dpi. Also besser noch 350. Also 300 ist immer so der alte Wert, der immer gesagt wird, aber mittlerweile ist es eigentlich schon fast bei 350, weil die Drucktechniken besser geworden sind. Okay. Und wenn jetzt zum Beispiel eine große Datei in Farbe auch für den Druck vorbereitest und diese dann runter, also verkleinern musst, damit du sie online hochladen kannst, für zum Beispiel Webcomic-Services wie Tapas oder Webtoon, wie empfiehlst du das am besten zu machen, damit es für die Größe ist, die da angegeben wird? Oh, da gibt's einen total coolen Trick. Also erstens mal, die meisten Web-Services schreiben, also diese ganzen Webcomic-Services schreiben, wie groß sie das brauchen. Also meistens ist das so um die 800 Pixel Breite, so viel ich weiß. Und Länge gibt es auch, Vorschriften. Allerdings gibt es da ein ganz cooles Tool, und zwar, Moment, das heißt Croppy. Wenn ihr also nehmen wir an, ihr habt so einen Endlos-Scroll-Comic, wie meistens gefordert ist, dann könnt ihr hier auf Croppy, ja, also die Webadresse ist ein bisschen blöd, die heißt irgendwie github.io Croppy, also sucht einfach nach Croppy. Und da könnt ihr einstellen hier zum Beispiel, dass eure elendslange Comicwurst automatisch geschnitten wird. Das spart sehr viel Zeit. Also da kann man dann aussuchen, was für eine Seite, also Webtoon oder Tapas, und dann kann man das so automatisch zuschneiden lassen. Also schaut einfach, wie groß die Auflösung sein muss auf der jeweiligen Seite, stellt die Breite schon mal so ein und die Länge, um die kümmert sich dann Croppy. So mache ich das immer. Okay, die Sorge, die jetzt einige von den Teilnehmern hatten, war, dass dadurch dass die Farbsachen manchmal verpixelt aussehen. Empfehlst du eher JPEG oder eher PNG als Datei für den Upload? Also das mit dem verpixelt aussehen, hat oft auch mit der Plattform zu tun, leider. Aber ich würde fast schon eher zu PNG tendieren, weil PNG, das komprimiert die Bilder anders als JPEG, und meistens sieht PNG ein bisschen besser aus. Aber man muss halt schauen, dass man wirklich genau das einhält, was die Seite sagt, weil wenn nämlich, okay, meistens kann man sowieso nicht hochladen, wenn es jetzt zu groß ist, aber dass man, ja, ich würd eher PNG nehmen und schauen, dass es halt genau die Auflösung hat, die gefordert ist, und nicht weniger. Weil dann ist die Hölle offen. Und oft kann man da gar nichts machen. Zum Beispiel Twitter ist auch ganz schlimm. Twitter zerstört die Bilder immer, und da kann man leider überhaupt nichts dagegen machen. Das liegt oft an der Plattform selbst. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel Schwarz-Weiß-Comics verkleinern möchte von A4 auf A5, gibt es da einen Weg, wie man das verhindert, dass das Moiré bei den Rasterfolien entsteht, deiner Meinung nach? Ja, die Möglichkeit ist, du musst die Originalseiten wirklich in einer sehr hohen Auflösung abspeichern. Dann dürfte das nicht passieren. Also ich mache das eigentlich immer so. Also ich speichere meine Seitengröße ab. Also ich zeichne die meistens so auf A4 und mache die dann, wie schon gesagt, auf A5. Das ist meistens so dieses Druckformat. Und wenn man genau darauf achtet, dass man immer in Schwarz-Weiß bleibt bei den Modi, also zum Beispiel hier auch die Layer, da, die kann man auch immer auf Monochrome einstellen, also dass die Linien auf Monochrome sind. Hier wäre zum Beispiel Color, das wäre falsch. So. Wenn ihr immer schön darauf achtet, dass das alles Monochrome ist, dass das die Datei von vornherein, also wirklich, die muss schon so eingestellt sein auf 1200 dpi, dass ihr beim Export auch 1200 dpi habt, dann könnt ihr einfach in Photoshop, also ich mache jetzt mal, ich habe das gerade heute gemacht. Ich verkleinere die immer in Photoshop. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das könnte man im Clip schon auch machen, aber keine Ahnung, ich mache das in Photoshop. Ich nehme jetzt mal eine meiner Seiten, und zwar eine gerasterte. So, Moment, eine, die man
schon kennt. Nicht, dass sich die Patrons betrogen fühlen. So. Und was man, genau, das ist auch super, dass ich das jetzt gemacht habe, weil Photoshop stellt das immer mit Moiré dar. Das sieht, da dürft ihr nicht erschrecken. Das ist normal bei Photoshop. Wenn ihr ranzoomt, wichtig ist, zoomt dran und schaut, ob das im Kleinen okay aussieht. Seht ihr hier? Also schwarz-weiß mit hoher Auflösung sieht von weitem immer schockerregend aus. So, in Photoshop. Sieht immer so aus, oh mein Gott, hier überall Moiré. Ist aber nicht so. Ist nur ein Darstellungsding. So, und ich habe hier so eine Auto-Action. Moment. Wo ist sie denn? Aktionen, genau. So, die hat genau die richtigen Proportionen. Jetzt muss ich mal das Ding da wegschieben. So. Und dann drücke ich einfach auf Play und dann wird es verkleinert. Und ihr seht jetzt, wenn die Auflösung groß genug ist, dann passiert da nichts. Ihr könnt das immer überprüfen, indem ihr ranzoomt und schaut, ob die Punkte noch schön scharf sind und nicht irgendwie deformiert. Und wenn die Auflösung groß genug ist, dann werden die Punkte nie deformiert oder nochmal so gerastert, dass eben dann dieses eklige Muster entsteht. Also wenn die Auflösung richtig schön hoch ist, passiert das eigentlich nicht, würde ich sagen. Und wenn es doch mal passiert, dann schreibt mich an und dann finde ich das Problem. Okay. Zu deinen Comics selber. Du hast ja gesagt, dass du jetzt im Self-Publishing dich etwas ausprobierst. Schreibst du deine Skripte alle selber da? Ja, also mir ist das auch ganz wichtig, weil ich habe mir überlegt, ob ich mal mit einem Autor zusammenarbeiten soll, weil ja, wegen der Abwechslung. Wegen, aber ich habe einfach zu viele eigene Ideen noch, die ich so verwursten möchte. Und ja, deswegen schreibe ich meine Geschichten selbst. Das ist für mich auch sehr entspannend, weil ich ja auch Auftragsjobs mache für Kunden und so. Und dann sind meine Comics so mein kleines Spieleparadies, wo ich mich austoben kann. Okay, in den ersten Einstellungen, als du mit dem Comic angefangen hattest, da hattest du ganz kurz die Rasterweite Ach, erwähnt. genau. Die Kannst du da kurz Rasterweite, drauf genau. eingehen? Genau. Das zeige ich jetzt noch. Moment, das habe ich ein bisschen verdaddelt wegen der drängenden Zeit. Aber das kann man ja zum Glück, jetzt machen wir hier 1200 und nicht 300. Ich glaube, das war vorhin die ganze Zeit falsch. Also immer 1200 und monochrom. So. Die Rasterweite, genau. Also ich mache euch jetzt hier mal einen Rasterlayer. Ich habe ja schon gesagt, man macht eine Auswahl. So, jetzt mal dieses Viereck. Hier haben wir ja zur Auswahl diese Rasterfolien da mit den verschiedensten Rasterweiten und je weiter die Punkte zusammen sind hier und größer, desto dunkler wird es natürlich. Jetzt machen wir mal so ein Mittelding. So, ich ziehe das hier rein und dann entsteht hier so der Rasterlayer. So, und hier oben bei diesen Layer-Properties, also diese Layer-Properties, die solltet ihr am besten immer offen haben, weil da könnt ihr so viele Sachen einstellen. Könnt ihr auch einstellen, dass zum Beispiel die Rasterfolie eine Farbe hat, zum Beispiel blau oder auch euer Skizzen-Dings, aber das ist jetzt mal Nebensache. Zoom jetzt mal ran. Das sind jetzt, was ist jetzt passiert? Jetzt ist alles schwarz geworden. Oh je. So, wollte es nicht. So, zoome noch mal ran und hoffe, dass das jetzt nicht mehr passiert. So. Ihr seht jetzt, dass diese Rasterweite. Ich finde, 60 ist ganz gut. Also das ist so, ist relativ fein. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, da steht Frequency, wenn ich jetzt damit runtergehe, dann wird das Muster, also dann werden die Punkte größer, also dann wird das gröber. So. Seht ihr das? Also das kann man, die Punkte sind dann deutlicher sichtbar. Und es wird halt immer wieder gefragt, was soll ich denn verwenden am besten für Manga? Und da kann man eigentlich gar nicht so wirklich sagen, benutzt die Rasterweite oder die. Also ich benutze 60, verkleinere die Seiten dann aber nochmal ein kleines bisschen. Das heißt, das wären dann wahrscheinlich, wenn man das mit einrechnet, irgendwie, also wenn man es jetzt so lassen würde und nicht verkleinern, dann wäre das wahrscheinlich eine Rasterweite von 70 oder so, schätze ich mal. Aber ich würde sagen, es kommt ganz auf euren Stil an. Ihr solltet euch auf eins einigen, weil wenn jetzt zum Beispiel die Seite gerastet ist und eine Rasterfolie ist irgendwie so ganz grob und die andere ist ganz fein und so, das wird unglaublich unruhig. Also entscheidet euch für ein Ding. Ich würde sagen, Shonen-Manga, also Action-Manga, haben oft tendenziell ein bisschen gröbere Raster, muss aber nicht sein. Und Shoujo haben eher feinere Raster. Und das müsst ihr mit eurem Stil abgleichen, was gut aussieht. Schaut einfach mal, was euch gefällt und entscheidet danach, würde ich sagen. Aber grundsätzlich gilt,
Je höher die Zahl, desto feiner ist das. Also das kann unglaublich, aber wenn es zu fein wird, dann ist die Gefahr, dass man das nicht mehr drucken kann. Also ich würde sagen, so um die 60, zwischen 40 und 60 würde ich das einstellen. Okay, So, ja. super. Ja, du hattest ganz kurz den Asset Store angesprochen. Kannst du Ja. zeigen, wie man aus dem Asset Store ein Rastermuster über die Clip Studio App runterladen kann? Geht das bei dir? Okay. Ich will jetzt nicht, dass du irgendwelche. Also ich habe hier, also es gibt ja am iPad gibt es diese App nicht, aber es gibt am Computer gibt es diese Assets App. Also da kann man bequem Materialien sich runterladen. Man braucht einen Account, aber keine Sorge, der kostet nichts. Man kann da, ich habe hier oben, seht ihr, ich bin voll rich, ich habe 200 Gold. Man kann Gold kaufen und dann kann man sich auch so Pay-Materialien kaufen, aber das ist kein Abo, nix, das ist nur wie so eine virtuelle Geldbörse und da könnt ihr dann so Premium-Material kaufen. Da seht ihr, da ist ein Button, da steht Clip Studio Assets, Find, Brushes and More. Da klickt ihr drauf. Und dann habt ihr hier, also ihr könnt direkt auf die Homepage gehen oder ihr macht es eben über diese App, was bequemer ist. Und dann habt ihr hier so diese, mal schauen, was könnten wir uns denn runterladen? Ich will irgendwas haben, was ich auch benutzen kann. Ein Moment. paar sucht ihr Minuten euch was? haben Custom GPen. Ich bin ein GPen-Sammler. Ich werde jetzt den da runterladen. Da oben ist so ein Download-Feld. Also man muss meistens eingeloggt sein, um das machen zu können. Download, so. Und dann kommt halt so ein Terms of Service-Ding. So. Und dann steht hier schon Redownload. Das heißt, es hat schon geklappt. Und wenn das dann runtergeladen ist, dann geht ihr wieder in Clip Studio. Und dann habe ich ja schon diesen Material. Das ist tatsächlich auch eine gute Frage, weil da sind total viele verwirrt, wie das funktioniert. Es gibt ja hier diesen Materialordner, wo total viele Materialien drin sind. Und ganz, ganz unten, ihr seht hier, ist ein riesiges Chaos. Sieht man, was ich für ein Messi-Materialsammler bin, ist der Downloads-Folder. Und wenn das geklappt hat, dann müsst ihr jetzt, seht ihr, hier ist der GPen, der erscheint dann dort. Also das geht vollautomatisch. Ihr ladet was runter, dann schaut ihr im Download-Ordner nach und dann ist der da. Und im Idealfall ist hier kein so ein Chaos, weil ihr aufräumt. Aber naja. Und dann könnt ihr, ja, die Frage ist jetzt, wie benutze ich den? Das ist ganz einfach. Am besten nehmt, also ich habe ja hier diese Pens mir angeordnet. Wenn ich jetzt diesen neuen Pen benutzen will, dann nehme ich ihn so, ziehe ihn rüber. Und dann ist er da drin. Und dann kann ich ihn benutzen und verändern. Und keine Ahnung, ich probiere ihn jetzt mal aus, weil jetzt haben wir ihn ja auch runtergeladen. Wo ist denn mein Stift? So. So. Und jetzt zeichne ich auf der Rasterebene, deswegen ist er gerastert. So, machen wir den. Das ist so ein ganz softer GPen, der ziemlich cool ist. So, seht ihr, der sieht so aus. Ist relativ glatt, hat keine so eine Textur, macht aber ganz schöne glatte Striche und ihr könnt euch da wirklich wie im Paradies bedienen. Das ist für mich immer so wie Shopping. Manchmal gehe ich in den Asset Store, kaufe mir Materialien und habe das Gefühl, ich war bei Bösener oder so. Das ist echt sehr befriedigend. Okay, ich glaube, damit sind wir dann auch langsam am Ende. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich nehme dann mal den Präsentationsbildschirm zurück und bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du uns so viel erklärt hast in dieser einen kurzen Stunde. Und ja, für alle diejenigen, die noch mehr lernen möchten über Clip Studio und auch über Melanie. Hier sind nochmal alle Webseiten mit angegeben, Twitter, Instagram, alles, was nötig ist, damit man dich dann findet. Das Video wird später auch bei YouTube hochgeladen, einmal bei Celsius Web und natürlich auch bei Graphixly. Vielen Dank an alle Teilnehmer, die heute dabei gewesen sind. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft auch weiter nochmal deutsche Webinars machen können. Melanie, vielen Dank nochmal an dich. Hast du noch ein paar letzte Worte? Klingt so dramatisch. Ja, So danke, dass dramatisch. ihr zugehört habt und meine wirren Rumsuchereien ertragen habt. Das war sehr lieb von euch. Okay, vielen Dank an alle Teilnehmer und dann bis zum nächsten Mal.